soweit fertig. Gebt Unterstützung. Charlie gehört uns. Wir nehmen Bravo ein. Okay, Leute, das zweite Beta-Wochenende ist gerade losgegangen und dieses Wochenende ist jetzt Crossplay-Beta-Wochenende. Das heißt, die werden das jetzt nutzen, um halt das ganze Crossplay-Zeugs und so weiter zu testen. Ihr könnt auch Crossplay ausschalten, Leute. Infinity Ward hat das Ganze so erklärt. Wenn nicht genügend Spieler vorhanden sind für einen bestimmten Modus oder dass die Match-Qualität eben, die haben von der Match-Qualität geredet. Ich denke halt, so Skill-Based Matchmaking ist dann ein großer Faktor in dem Spiel und die wollen das jetzt auf jeden Fall so machen. So haben die es zumindest gesagt. Ihr spielt jetzt beispielsweise auf der PS4 und es können nicht genügend oder nicht die passenden Gegner oder Mitspieler oder sowas gefunden werden, dann wird das Ganze erweitert, der Suchraum, und dann geht das Ganze eben weiter auf PC und auf Xbox und so weiter und dann wird da eben noch gesucht. Ihr könnt das Ganze aber auch ausschalten, Leute, und dann spielt ihr ja wirklich nur gegen eure Plattform. Dafür drückt ihr einfach hier die Options-Taste auf der PlayStation, geht hier ganz rechts oben auf Konto und geht dann einfach hier auf Crossplay und deaktiviert das Ganze. So, das war's auch schon. Jetzt würde ich in meinem Fall wirklich nur gegen PS4-Spieler spielen, aber das will ich nicht. Ich habe Bock auf ein paar PCler hier. Wisst ihr, was für ein Modus mich richtig freuen würde, Alter? Das wird safe kommen. Irgendwie so ein PlayStation gegen Xbox-Modus, wo halt wirklich dann Crossplay, also wirklich in einem Team nur PlayStation, im anderen nur Xbox. Leute, schreibt mal in die Kommentare, auf welcher Plattform ihr zockt. Ich glaube, die meisten zocken das eher auf PS4. Viele feiern hier die MP5, sage ich schon. Die MP5 feiern extrem viele, wobei ich ganz ehrlich finde, irgendwie, dass die MP7 ein bisschen krasser ist. Ein bisschen, aber das ist, ich glaube, bei den Waffen nimmt sich's echt nicht viel. Das ist dann eher so Geschmackssache. Und das war's. Ich soll immer in Matches so angefangen haben. Okay, es hat gerade erst angefangen. How can I not kill these fucking junkies? Leute, das ist wirklich hier, also designtechnisch gesehen, eine der schlechtesten Maps. Ich rede nicht von Farben, ich rede nicht von irgendwie, was für Objekte es gibt, also ob das cool aussieht oder nicht. Ich rede wirklich so vom Aufbau der Map. Ich will mich immer heilen. Ich glaube, ich habe zu viel BO4 gespielt. M4, Boy. Alter, wurde ich gerade von einer Dose getötet, aus der Dampf rauskam. Weil es gibt ein großes Problem hier bei der Map und ich weiß nicht, wieso die das nicht bedacht haben. Auf jeden Fall möchte ich mal hier was zeigen, Leute. Guckt euch das mal hier hinten an. Unser Spawn ist hier da hinten. So, der gegnerische Spawn ist da auf der anderen Seite. Genau da hinten in diesem Haus. Beziehungsweise noch ein Stück weiter hinter. Fällt euch etwas auf, wenn ihr euch den Spawn anguckt und ich zeige das schon so, wenn ich schon mit der Waffe schon so hinziele. Und den Spawn da oben. Ihr hört schon hier unten, da oben. Das ist das behindertste Map-Design, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. In den meisten Fällen ist es jetzt nicht so schlimm, wenn man kleine Fehler macht beim Map-Design. Aber schaut euch das mal an, Leute. Wenn wir da hinten spawnen, was haben die Gegner hier? Headlitch plus Highground. Headlitch plus Highground. Wisst ihr, warum ich euch das sage? Weil ich von vielen gehört habe, dass das die beste Map sein soll. Und ich sage euch, das ist mit die schlimmste Map, die es in dem ganzen Spiel gibt. Headlitch plus Highground. Ey Leute, ich muss aber sagen, ich habe jetzt im zweiten Beta-Wochenende habe ich mehr Laune beim Zocken. Natürlich hängt es zum großen Teil eben damit zusammen, dass man jetzt mehr die Maps kennt, man kennt mehr die Waffen, man hat ein besseres Gefühl dafür. Aber ich habe ein Gefühl, dass die irgendwas geändert haben. Und zwar, die haben die Waffen und auch das Handling von den Waffen ein bisschen mehr responsive gemacht. Ich habe hier die MP7 dabei, ich kann es mal zeigen. Wenn ihr jetzt hier mit der MP7 beispielsweise, geht hier ums Eck, seid direkt im Scope, zack. While just waiting there for me, yeah. Ihr habt wenigstens die Möglichkeit zu reagieren, so wisst ihr, wie ich meine. Das ist das eine, was ich in meinem Video da versucht habe zu erklären, dass man halt... Ich glaube, hier ist noch einer. Ja. So, ich hatte persönlich nicht die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel ein bisschen hier renne, hatte ich nicht die Möglichkeit, wenn mich von hier jemand anschießt, von da drin, hatte ich nicht die Möglichkeit, so schnell zu snappen. Wisst ihr, was ich meine? Was für Präzisionsluftschlag, Alter, für... Piss dich, Mann. Ich kann mal die M4 auspacken. Das ist natürlich eine AR. Mit einer AR ist es natürlich anders. Wenn ich jetzt mit einer AR versuche, hier schnell... Geht sogar besser als davor. Wir haben Bravo verloren. Feind bei Bravo. Los! Brauche Verstärkung bei Charlie.
Alter, diese Map ist richtig schwer zu spielen. Hier, das wird übelst belohnt. Guckt euch das mal an, Alter. Hier ist noch so ein Busch. Hier kann man einfach... Easy. Diese Map ist halt snipen pur, campen pur. Oh, Alter, der hat schon Bounce, man, die M4. Es ist übelst schwer, Gegner zu erkennen, Alter. Das Problem ist halt bei dem Game, dass man, oder generell bei COD, man hat halt nicht wirklich Bock, sich darauf zu fokussieren. Meiner Meinung nach sollte man nicht irgendwie mehr mit einem Spiel darauf fokussiert sein, damit halt zu strugglen, so dass man die überhaupt halt erkennt, so in irgendwelchen Bots zum Beispiel da hinten, keine Ahnung, Alter. Und man sollte halt nicht dann dadurch irgendwie daran bemessen werden, ob man irgendwie, was weiß ich, gute Augen hat, oder? Da, den! Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen, Alter. Ich habe ihn nur gehört und dann das rote Namensschild da gesehen. So, Leute, wenn ihr in diesem Spiel gut sein wollt, auf jeden Fall gönnt euch irgendwie Augenlasern oder sowas. Ich sag dir, Alter, YouTube-Money geht für Augenlasern drauf. Wisst ihr, was ich so schade finde? Ich sehe halt, dass das Spiel halt richtig geil ist. Der Kern des Spiels, das ist halt richtig nice. What? Alright, Boys. Und ich hasse die Map, Alter. Das zwingt einen so zu campen, Alter. Aber ich hasse das. Ich sehe nicht, wo ist er? Da. Ach, da hinten. Okay, ich habe ihn jetzt gekillt. Ich wusste nicht mal, wo er sich... Ich weiß nicht, was das für eine Streak ist. Alter, man, die Streaks sind so laut, man. Wer nimmt sowas mit? Ich schwöre. Alter, das ist crazy, man. Ich chill hier nur, weil ich habe einfach keinen Bock irgendwie. Ich habe irgendwie ein Gefühl, wenn es länger gehen würde, könnte ich hier noch eine Nuke raushauen. Oh mein Gott, Alter. Digga, man, das fühlt sich gut an, richtig. Das fühlt sich nice an mit den Waffen. Ich weiß, dass das was richtig, richtig krasses werden könnte, aber wer überlegt sich so eine Map? Und das wäre so meine Traumvorstellung. Überlegt euch mal folgende Map. Boah, Alter, Leute, das wäre mäßig. New York. Times Square. Wie geil das aussehen würde, wo man auch vielleicht in Gebäude reingehen kann, aber nicht, wo man irgendwie zwangsläufig durch irgendwelche Fenster oder von Fenstern runterschießen kann. Oder in bekannten Gebäuden. Stellt euch mal vor, wie geil das wäre. Ich weiß nicht, wie es da mit den Rechten ist. Da muss man sich bestimmt irgendwelche Rechte klären, aber ich meine, Activision, Alter, wenn die das nicht klären können, wer dann? Meiner Meinung nach hat die MP7 irgendwie ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber irgendwie fühlt sich für mich die MP7 ein bisschen safer an als die MP5. Liegt irgendwie persönlich die MP7 mehr. Achso, Leute, eine Sache wollte ich noch sagen, die wollte ich noch ergänzen zu meinem letzten Video. Und nicht zu meinem letzten Video, aber zu meinem letzten MW-Video, wo ich dann auch über so die guten Dinge und schlechten Dinge über MW so gesprochen habe, wie es mir halt gefällt, so was ich davon halte. Also viele von euch haben es genauso gesehen wie ich und trotzdem will ich aber hier noch eine Sache hinzufügen, weil ich so ein Gefühl habe, dass nicht wirklich jeder diesen einen Punkt richtig verstanden hat, den ich erwähnt habe, und zwar Time to Kill, Leute. Was ich damit gemeint habe, Leute, ist folgendes. Ich möchte mal... Moment mal, machen wir mal das hier hin. Alter, das mit Munitionskisten und sowas, das finde ich schon nice, Alter. Das macht schon Fun. Also ich finde es gut, dass man nicht extra irgendwie, was weiß ich, einen Perk oder sowas dafür verbrauchen muss. Jedenfalls, Leute, was ich sagen wollte zu dieser Time to Kill, ist nicht pauschal gesagt, so, das ist einfach wack, sondern es ist wirklich so in Kombination halt miteinander. Maps in Kombination mit der Time to Kill. In Kombination damit, dass man nicht schnell genug reagieren konnte, beziehungsweise, dass es halt die Mechanics irgendwie von dem Spiel nicht hergegeben haben. Alle anderen Sachen, wirklich, alle anderen Sachen laufen gut, machen Spaß. Vor allem die Engine, man spürt die halt, es ist echt... Kann es irgendwie nicht erklären, Leute, es ist halt... Man muss halt selber spielen, um es mal zu spüren, wie das Ganze ist. Es fühlt sich einfach gut an, das zu spielen. Also falls das falsch rübergekommen ist, also ich meinte einfach nur die drei Sachen, also Maps, Time to Kill und nicht die Möglichkeit zu haben, dass man sich so schnell umdreht, schnelle Turn-Ons verpasst, schnell reagieren kann auf so Sachen. Ich stehe gerade so schlecht, Alter, weil ich die ganze Zeit versuche, das Ganze zu erklären und eher damit beschäftigt bin. Und ich finde, das ist halt das auch, was ich meinte, so mit denen, wo man die Gegner eben nicht so gut erkennen kann. Man ist halt mehr damit beschäftigt. Ist es ein Gegner oder ist es kein Gegner? So, wisst ihr, wie ich meine? Ihr seht hier halt etwas. Da zum Beispiel, ich habe den nicht gesehen. Guckt euch das an, Alter. Das ist einfach so geil, wenn man da jemanden zu... Ich weiß, es gibt da viele Leute, die fragen so, warum regt ihr euch immer auf über sowas? Ich meine, wenn man sich so gar nicht darüber aufregen würde, dann heißt es ja, dass es so, das war so Gleichgültigkeit so. Und Gleichgültigkeit ist halt so mäßig so, das Spiel ist mir egal.